to entry team. Top to entry team. Our negotiator has just lost contact with the suspects. They are angry and volatile. You are go for entry. Jans und herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Ja, zu einem erneuten Versuch. Ich habe eigentlich nichts geändert beim Team. Ich habe bloß bei mir eine andere Waffe. Weil auch ein Holo seid offensichtlich nicht unbedingt das Schlauste ist für Night Vision. Hands up, do it now! Hands up now! Drop to your knees! Let me see those hands! Get down! Police, get down! Interessanterweise ist diesmal doch jemand da! Doc, you're down. Put your fucking hands up! Affirmative, entry team. Get down on your knees! Langsam nervt mich ehrlich gesagt auch Night Vision ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Get on the ground, now! Weil man diesen Rahmen immer drum hat. Put your hands up! Hands up, do it now! Get out the crates. You're gonna have to check every crate, move over there. Every container. Search and secure the area. Open it up. Police, hands up! Making it safe. Bloß ein Auto, nichts Spannendes. Got them all zipped up. The fire things will go through. What the hell? How are you going? Good to go. Entry team, talk. Talk to Element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Put your hands up! Hey! Police, down on the ground! Manchmal verstehe ich das mit der Granate auch nie. Move. Get down, I want to see hands! Blue team, open the door, clear it. Affirmative. Hands up, above your head! Locked. Down on the ground, move! Put your hands up above your head! Down on your goddamn knees, now! Get down and keep your hands up! Move and stay there. Pick the lock. Unlock. Good to go. Police, get your hands up. Das sieht mir nicht aus wie ein Zivilist. Move there. Move there. Don't get up. Arrest him. Got him. Provide support on me. Ich finde halt schon eigentlich, dass rechts rum am besten ist. Stay on me. Right with you. Weil wir somit eigentlich dieses Kleingebäude rechts clearen. Hands on your head. Was ich ziemlich gut finde. Wieder hat mir das Night Vision Streich gespielt, weil ich ihn nicht gesehen habe. Wenn ich diesmal nicht schaffe, gehe ich wirklich mal mit Licht rein, weil ich kann das langsam nicht mehr. Cuffin. Cuffin. Show me the palms of your hands. Hands up, now! Hands up, drop Trust to your knees! Move there. Move over there. Gonna pack it up. Evidence secured. Move over here. Securing.
Hands on your head, now! Secure him. Moving into handcuff. Stop shooting! Don't worry, we're with the LSPD. Interessiert ihn noch nicht. Good to go. Element, Doc. Civilian, ready for transport. Talk on my to six. Got your back. Copy that. Trailer's incoming. Ich kann doch noch mal ganz kurz Night Vision enden. Hey, come here. Hands on your head, do it now. Down on the ground, now. Police, get down. Keep your hands up. Get down on your knees, hands up. Blue. Cover this area. Confirmed. Red team. Drop the weapon! Get down now! Natürlich bin ich wieder angeschlagen. LSPD, don't move! Element to talk. Collecting evidence. Light stick. Check ammo. Hands up! Down on your knees! Drop the weapon down! Drop it! Get down! Get down! 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 Entry team to talk. Suspect is down and keine Ahnung. Medical attention. Talk to entry team. Gold. Copy. Clean house and we'll take it. Moving clear. Use a launcher. Yep. Sicher das, ich schau mir den Container an. Bogenversteck. Und sicher hinten. Injured. Zwei sind schon injured. Get on the ground now! Hands up, do it now! Hands up now! Drop to your knees! Copy those hands! Stirb bitte nicht! Element to talk. We have a suspect down here. D-10's ASAP. Nothing here, Cook. Copy. Clean house, and we'll take them out. Open and clear with the grenade launcher. Alle hier hinkommen bitte, bevor ihr da drüben stirbt. Ich halte die Stellung. Oder versuch's zumindest. Chemlight. Okay, hier sehe ich das Camera eh nicht. Get down! Police, get down! Put your fucking hands up! Opening on the left. Get down on your knees! Chem light out. Blue team. Get the over here. Get on the ground, now! Dropping the chem light. Nothing here, sir. Okay, gut. Lassen wir das. Sieht clear aus. Post up and cover. No problem. Move in and clear. Roger that. Swamp. Move and clear. Move, move, move! Hands up! Put your hands up! Hands up, do it now! Okay, da meistens ja eigentlich da hinten irgendwo jemand war. On your head, move. Gebiet durchsuchen finde ich immer so ein bisschen. On me. I'm with you.
Oh, gut, dass ich gecheckt habe. Das wäre schnell schief gelaufen. On me, move. I got you. Get down, I want to see hands. Hands up, above your head. Down on the ground, move. Put your hands up. Hands up above your head. Red. Through the door and clear. Done. Behind me. You got point. Down on your goddamn knees now. Provide support. On you. Jam the door. Wedge is good to go. Okay, rechts rum oder links rum? Down and keep your hands up. Look out, point. Wedge is ready. Warte, lass mich ganz kurz reinschauen, ob da jemand drin ist. Ich habe zumindest gerade, glaube ich, jemanden husten gehört. Police, get your hands up. Hands on your head. Cuff him. Block that door. Wait, you ready? Got him. Restrain him. Got him. Make him secure. I got it. Need you to move. Good. Civilian restraint. Got a bag. Arrest him. I'll get him ready. We're here to help. Good to go. Need to dock. Civilian, good to go. Talk to entry team. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Blue. Get the door. Clear it. Yep. Moving! Okay, that's finde ich ein bisschen doof, dass da das Fenster ist. Deploying chem light. Down on your knees. Fall in. On you. Geh links rum. Zip him up. Going into cuff. Get down. I want to see hands. Cuff him. I got cuff. Restrain him. I got cuff. Suspect isn't going anywhere. Suspect cuffed and secure. Securing. Suspect cuffed and secure. Hands up, now! Get down, now! Drop the gun, now! Natürlich. Habt ihr die Threat ausgeschaltet? Hoffentlich. Hands up! Drop to your knees! Nee, habt ihr nicht! Hands on your head! Find support on me. Right with you. Hands on your head! Do it! Out of the way, sir. You're in my spot. Throw a stinger. Stinger out. Secure the area. Done. Keep it up. Down on the ground, now! Police, get down! Keep your hands up! Cuff him. Going into cuff. Get down on your knees, hands up! What is that?
Get down now. Ja, Polizei ist hier. LSPD, don't move. Warte, haben wir hier noch einen Container? Ne, haben wir dafür. Provide support on me. Behind you. Hands up! Down on your knees! Ich glaube, das ist der, den die schon haben, oder? Get on the ground now! Hands up, do it now! Denken diesmal niemand. Hands up now! Drop to your knees! Let me see those hands! Move there! On the move! Get down! Blue team. You gonna move? There, go! I'm moving. Move in and clear it. Copy. Wirklich niemand hier? Police, get down! Weird. Red team, split and provide cover on this door. Let's clear over here, boss. Okay. Den Tor müssen wir noch clearen. Door is good. Blue, split the door. Copy that. Und Kevin auch diese verdammte Lagerhalle. Unlocked. Und diese zwei kleinen Container da drin. Mag-check. Ist da jemand drin? Da ist jemand drin. Auf einer. Stack to the left. On it. Nee, nee, nee. Rechts. Close the right. Got it. Shield. Move in with the shield. Und dann mit einer Stinger. Use thunder on my go. So, die ist aufgeschlossen. Stinger out. Oh, fuck. Right now. Der hat uns ja erwischt. Put your fucking hands up. Got him. Evidence good to go. Cover the area. Got it. Red team. Split the door. Moving up. Alright, ich schau nochmal drunter. Links ist niemand. Rechts sehe ich niemand. Geradeaus auch niemand. Unlock. Alle sind hier. Das heißt. Öffnen. Einmal mit Launcher. Was? Stop. Post up. Ja, gut. Go, go, go! All the way up ahead. Opening on the right. Opening on the left. Also, ist der Launcher mit. Get on the ground! Suspect is down. Tell him what to talk. Suspect down. Wounded. Talk reporting. Copy. EMTs and trailers are standing by. Hands up! Put your hands up now! Hands in Get the down, air. Now! Put your hands up! Empty over here, no hands contact. Up. Do it now! Put your hands, hands up and get down slowly! Hands down. Up! Down. Put your hands up! Turn around slowly. Opening on the left. Look away. Nothing. Don't move. Is that slow? I'll get it. Yeah. Get a real tough guy. I'm
to entry team. Roger, entry team. Great work. Search and secure. Affirmative. Evidence Move in, secure. Clear the room. All right. Police, down on the ground! Okay. Hands on your head, move! Leben alle noch? Ich glaube nicht. Get down! I want to see hands! We need to talk. Suspect is down, but breathing. Hands up! Up your head! Roger that. Medical assistance. Down on the ground! Move! Securing. Put your hands up! Getting compliance. Good to go. I got it. Got him! Good to go. Start a search. I'm on it. Cuffs are on. Good to go. Zipped up and good to go. I'll bag it. Okay. Kein volles Magazin mehr. Die Waffen müsst ihr auch einsammeln, Leute. Bringen Sie und Unkraut ist noch nicht vorbei. Search the room for contacts. Okay, one officer down. Stay on me. On your six. Entry team to talk. Officer down, I hands up above your head. Talk to entry team. Down on your goddamn knees now. Doof. Einer ist down. Get down and keep your hands up. Move in and clear. On it. Ist es jetzt eigentlich so dunkel? Police, get your hands up. War es vorher auch schon so dunkel? With me. Nee, war's nicht. Going in. Hands on your head. Nothing. Down on your knees. Good here. Chem light out. Open the door. Use a launcher to clear. Come on, wir müssen's jetzt endlich schaffen, bitte. Got an opening up ahead. Get down. I want to see hands. Hands up now. Was ist das hier für in my spot. Crazy stuff? Hands on your head, now! Lead the talk. Suspect killed. Talk reporting. Into the room and clear. Move in, toss a sting grenade and clear. Alter, der ist da. Oh Gott! Lead the talk. Down. This is talk. Notifying morgue. Ready for court. Langsam reicht's auch. Got him. Was ist das hier für eine kranke Scheiße? Do as you're fucking told or you will get the hose. Ernsthaft? Okay, nochmal bitte. Bringen Sie Ordnung, Chaos haben wir. Finally! Das heißt, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Also, können schon noch sterben, aber... Nee, eigentlich können wir nicht mehr sterben. Das ist das eben ein krankes Shit. Dynamic movement. Move and clear. Move, move, move! Out the way, move sir. It. Opening on the right. Please. Hands on your head! Do it now! What the move fuck? The way, nothing here, sir. You can't just leave me here like this. What the? Talk to entry team. Oh god. Roger, entry team. Great work. Keep going. Offline. Empty over here. No contact. Das war ein fucking Livestream. What the actual Auktionsraum. What the fuck?
Lead to talk. Bagging. Please, get us out of here. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das haben wir vorhin noch nicht gesehen bei der letzten Folge. Das Spiel. Please, I can't feel my hands. The Hose. Das sieht mir nach Elektroschocks aus. Weil da auch eine Batterie ist. Was ist das für eine kranke Scheiße, Junge? Und das waren hier alles Bieter, die auf die Mädels geboten haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Start a search. Affirmative. Boah, die Spinne. Oh Gott. Und die ganzen Masken sind wahrscheinlich für Beater, die hierher kommen, damit man sie nicht erkennt. What the fuck, man? Today's menu. Sold for 23,000. I can't feel my hands. Alter. On my six. Right with you. Alter. What the fuck, das ist ja... Wir haben, glaube ich, bloß das hier gesehen vorher. Also in der letzten Folge. Boah, das Game! Also, ich muss schon sagen, die Missionen werden echt von Mal zu Mal schlimmer. Und, ja, I don't know. Schrecklich, scheußlich, grässlich. Was soll man dazu noch sagen? Down on the ground, now! You don't know what you're getting yourself into. Ja doch, mittlerweile schon. Ich hab's gesehen. Das ist nichts Schönes. Das ist gar nichts Schönes hier. Ich finde das Spiel unglaublich hart gerade. Dabei, Tie them down. We're coming into handcuffs. Es ist gar nicht irgendwie ein Horrorspiel oder was auch immer. Ah, trotzdem, das ist, Arrest him. Covering. Das ist nichts Schönes hier. Suspect ain't going anywhere. Und einfach wirklich zu realistisch, leider, glaube ich. Wirklich leider, glaube ich, zu realistisch. Das ist halt das Traurige. Gibt's da irgendwie noch was da drin? Ne. Ja, einer ist leider down von uns, aber wir haben diese fucking Mission endlich geschafft. Das hat zu viele Versuche gebraucht.
ist auch in Custody. Das heißt, werden sie als Zivilisten irgendwo fehlt noch ein Container. Und dann wahrscheinlich geht es draußen einfach irgendwo. Und den Turm müssen wir eigentlich auch noch clearen. Also theoretisch wüssten wir gar noch nicht, dass eigentlich hier alles sauber ist. Move in, clear the room. Acknowledged. Ich gehe kurz hier unten schauen. Police, get down! Oh. Danke, dass du mich nicht angegriffen hast. Vor allem auch diese armen Leute, die hier arbeiten müssen. We have an individual in custody. Talk reporting. Roger, entry team, great work. Keep going. Nee, es gibt noch Soft Objectives. Gut, ganz nach oben geht, glaube ich, jetzt mal nicht. Empty over here. No contacts. Oben. Search and secure. I'll get it. Irgendwo fehlt noch ein Container. Ist das der, der wahrscheinlich da drüben ist? Und Waffen fehlen auch noch, ja, stimmt. Okay, die Leute sind immer hier drin. Das ist so hart, Junge. Und einfach nackt und ohne nix. Talk. We have a container full of women. We need Tems down here right now. Copy that, entry team. EMTs and trailers. This is Fiza. Stand down and shut that door, entry team. We're sending a unit to secure the container and its contents. What? We're not leaving them like this. Close the doors. Unless you want to interfere with a federal investigation, I suggest you shut the door and lock it behind you. Do your job and proceed with your mission. Understood. Understood. Put the other guy back on. We'll talk later. No, we won't be. Fiza out. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Ich frage mich, wenn ich jetzt die Tür nicht schließen würde, wäre das Objective hier, also würde das als nicht gezählt zählen? I'm sorry. Weiser kommt, um euch zu holen. 50 Punkte. Finally! Yes! The Abducted. Wir haben die fucking Kampagne durch. Zumindest also die Hauptkampagne. Ein Officer leider dead. Sie. Gut. Hätte besser laufen können. Sehe ich ein. Aber wir haben das endlich durch. Nach, keine Ahnung, 5-6 Versuchen. Das war wirklich eine schwere Mission, Mann. Ich sag's immer wieder. Mit KI-Team ist es unglaublich schwierig, weil man die wirklich alle selber immer sagen muss, was die machen sollen und so weiter. Und wenn man natürlich online spielt, hat jeder ein eigenes Brain. Da geht das natürlich einfach und würde wahrscheinlich nicht 5-6 Versuche benötigen. Aber die Kampagne würde ich halt gerne so durchspielen und bisher klappt sie halbwegs. Naja, zur Wache zurückkehren. Okay, drei Officers sind vom Dienst zurückgetreten. Doof. Officer Smith ist wieder zurück. Officer Jones ist nach dem letzten Einsatz aufgrund des Einschreitens des Therapeuten beurlaubt worden. Und wir haben ein paar Dinge freigeschaltet. Ich würde sagen, ich
gehe noch mal kurz in die in den Evidence Locker. Alright. Bevor wir das machen, gehen wir ganz kurz hier rüber. Legal Services and Administration. Nope. Ist es eigentlich neu, dass es hier offen ist? Ne, das war glaube ich schon mal offen. Chief Polis. Das ist die Chapel. Listening Room. Okay, da ist einer von diesem Auftrag jetzt drin, der da verhört wird. Hier wird gerade umgebaut. Okay. Wir müssen uns echt mal ein bisschen mehr das Zeug hier anschauen, weil offensichtlich verändert sich hier viel, das man gar nicht bemerkt. Noch eine Frage kurz. Stehen hier Leute? Okay. Denk mal ansehen. Oh. Das sind all unsere gefallenen Officers in der Kampagne. Eva Wong, 15 Dienstjahre. Garcia Cruz, 6 Dienstjahre. Andreas Garcia, 10 Dienstjahre. Kevin Lee, nur 2 Dienstjahre. Xavier Carter, 4 Dienstjahre. Caleb Park, 14 Dienstjahre. Diego Lopez, 8 Dienstjahre. Eine kurze Schweigeminute. Gut. Hätten wir erledigt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Schön, dass wir das jetzt mal gesehen haben. Chief Polis. Hat er irgendwas zu sagen, weil wir die Kampagne abgeschlossen haben? Nicht? Nee, nicht. Holding Cells. Alter. Okay, es sind ein paar Leute, die wir hier festgenommen haben drin. Schön. Finde ich auch gut. Ich finde diese Details wirklich schön. Hier in der Police Station. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich ins Detective Bureau noch gehen. Bevor wir da Schluss machen. Und in den Evidence Room. Zum Schauen, was es da Neues gibt. Ja, das war die letzte Mission. Und das ist das Detective Bureau. Gibt es hier irgendwas Neues? Mindshot. Okay, ich setze hier nichts Neues. Noch ein Listening Room. Ist eine Frau drin. Der wüsste ich jetzt nichts. Und ganz kurz in den Evidence Locker. Moin. Kennen wir schon. Kennen wir auch. In Richtung der Familie des Senators. Mindshot. Ein Rucksack. Die Handflagge. Die haben wir noch nie gesehen.
Eine zerfledderte von Granaten splitten zerrissene Flagge der Terrorzelle die Hand, wurde gefaltet in der taktischen Weste eines der Krankenhausschützen gefunden, die wahrscheinlich bei den Opfern im Club und in und Krankenhaus hinterlassen werden sollte. Ein einziger Streifen getrockneten Blutes überzieht die Flagge und der starke Schießpulvergeruch erinnert an die Ereignisse des Massakers. Okay. Ich übersehe hier immer wieder neue Dinge. Coastal Grove. Gibt's noch mehr? Was ich irgendwie übersehen habe. Informationsformular über Eve Nader und Carrot from Crassus. Kennen wir, glaube ich, schon. Angeschnitztes Kästchen. Ein mit Fotos gefülltes Kästchen. Die Kriminalabteilung der LSPD konnte eine Reihe der hier abgebildeten Personen identifizieren, die zum Teil seit Jahren vermisst wurden. Okay. Ah gut, ich glaube, es ist realistisch, dass zu diesem Fall wahrscheinlich nichts Neues hier drin ist. Weil ja am Schluss eben Visa sich da mit angelegt hat. Oder eingeschaltet ist. Oder ich habe was übersehen, kann auch sein. Aber hier gibt es nichts Neues. Gut, daher würde ich sagen, war es das jetzt wirklich? Zumindest erstmal. Von Ready or Not mit der Kampagne hat wirklich ziemlich Spaß gemacht. Das Spiel ist unglaublich cool gemacht. Alle Missionen möglichst fein ins kleinste Detail, unglaublich cool gemacht und detailliert. War wirklich schön hier in Los Suenos, Los Angeles. Wie gesagt, das DLC werde ich auf jeden Fall spielen. Gekauft habe ich es mir noch nicht, aber ich werde es kaufen und dann geht es vielleicht gleich im Anschluss von dieser Folge mit dem DLC weiter. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank dafür hier beim Zuschauen von Ready or Not in der Kampagne. Es war mir eine Freude, es hat Spaß gemacht und das Spiel ist unglaublich cool. Ich empfehle es jedem wirklich. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was hier wirklich alles drin ist. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Credits, was das irgendwie möglich ist. Wahrscheinlich nicht. Mal schauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Ready or Not im DLC Home Invasion. Tschüss.